Aufs Finanzamt können wir verzichten, das ist kein Problem, wenn die abgeschaltet sind und auf viele andere Sachen auch. Aber das, was uns am ehesten angeht, nämlich das unmittelbare Überleben, Thema Gesundheit, Thema Lebensmittelversorgung, Wasser und dergleichen und physische Sicherheit, dort muss unser Augenmerk sein, um die Auswirkungen des Stroms wirklich zu verstehen. Eine Krisenvorsorge kann sein, dass ich einen Weg finde, das für mich erstmal zu klären. Also die Erfahrung zu machen, was ist Hunger, was ist Durst, was ist nur Appetit. Innerhalb von 2 Tagen meine Lebensmittel selber verzehrt. Ich brauche jetzt unbedingt etwas, kann nicht rausgehen. Supermärkte sind ohnehin geplündert. Nachbartür eintreten ist eine gewisse Schwelle. Wir sind alle gewaltaggressionsgebremst. Aber wenn es ums Ganze geht, zählt das alles, gilt das alles nichts mehr. Frage, wie sicher sind die Hühner? Die Hühner sind ganz sicher nicht sicher, denn die machen Geräusche. Hühner sind eine schnelle und leckere Beute. In dem Fall dann nicht unbedingt für den Fuchs, sondern für den Nachbarn. Oder auch welche, die vielleicht erstmal in einer Zeit, in der es vielleicht noch nicht so ganz extrem mit Lebensmittelknappheit zu tun hat, einfach nur Randale machen wollen. Ich habe Getreide, ich habe Salz und damit bin ich auf schmalster Spur. Das kostet noch nicht mal wahnsinnig viel. Habe ich eine Basisversorgung für eine kraftvolle Tagesbewältigung für wenigstens 100 Tage. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Jürgen Schumann und ich interviewe heute Dr. Ulrich Mohr. Und wir sprechen über das Thema Vorsorge in Bezug auf Krisen, die eventuell anstehen könnten oder sogar sehr wahrscheinlich auf Unruhen. Wie man sich diesbezüglich gut vorbereiten kann, was da sinnvolle Maßnahmen sind, im Großen wie im Kleinen, im Innern wie im Außen. Und da habe ich mir den Uli mit an Bord geholt. Uli ist früher Arzt gewesen, Militärarzt, er hat eine interessante Reise hingelegt und hat sich auch viel mit dem Thema Krisenvorsorge im weitesten Sinne oder auch im engsten Sinne beschäftigt und auch das Thema so Überlebenstraining finde ich auch sehr, sehr spannend und daher bin ich gespannt, wohin sich das Gespräch heute entwickeln wird. Hallo Uli, schön, dass du dabei bist. Ja, lieber Sören, ich bin auch gespannt, welchen Verlauf das heute nimmt. Also inhaltlich ist ja klar, was wir zu besprechen haben. Aber möge es, das ist, wäre mir sehr wichtig, als chancenreiche Botschaft rüberkommen, also nicht die Katastrophe skizzieren und dann mit ein paar Antworten zur sachlichen Umsetzung den Zuschauer, Zuhörer in den Alltag entlassen, sondern dass auch eine durchaus positiv freudvolle Dimension dessen, was uns da erwartet, durchaus im Hinterkopf tragend auch für die eigene Motivation sein kann, das wäre. Dann wäre es ganz gelungen. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal ein Video dazu aufgenommen. Die Grundmessage war damals, wir sind in einer Zeit, wo ein solches Ereignis, ein großes, sag ich mal, ein großer Wandel, ein großer Abstürzen des bisherigen und dann danach auch etwas Entstehen eines Neuen sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ganz wichtig dabei ist, dass wir uns selber diesbezüglich kümmern müssen. Wir müssen uns selber informieren, wir müssen uns selber Fähigkeiten, Fertigkeiten aneignen, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Wir werden nicht von politischer, staatlicher Seite da jetzt irgendwie unterstützt werden, eher im Gegenteil. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieses, sagen wir, das große Bild, das Spielfeld zumindest grob im Überblick haben und daraus unsere Schlüsse ziehen können, dass wir halt selbst dafür verantwortlich sind, dass es jetzt nicht irgendjemanden geben wird, der uns da, sage ich mal, an die Hand nimmt. Und darauf aufbauend, dass man da dann konkrete Maßnahmen umsetzen kann und über die werden wir heute genauer sprechen. So ein paar Themen, die mir jetzt einfach spontan einfallen, die dann irgendwie relevant werden, wenn es mal schwierig wird, wenn vielleicht kein Strom mehr da ist und noch weiteres in der Kette passiert, sind so Themen wie zum Beispiel Verpflegung mit Lebensmitteln und Wasser, Thema Licht, Thema Energie, Thema Körperpflege, Nahrungsbeschaffung,
Energie, Treibstoff, Informationsquellen, Kommunikationsquellen. Und da gibt es noch einige mehr in der Aufzählung, aber ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen. Und Uli, wo fangen wir an? Wo geht's los? Ich würde dort beginnen, wo es möglicherweise am ehesten beginnen wird, wenn dieses große Szenario anläuft. Das wäre für mich, es ist spekulativ, aber ich finde es naheliegend, erstmal den Strom abzuschalten. Es läuft ja auch, laufen ja auch im Laufe der letzten Jahre, das verfolge ich am Rande, immer mehr Informationen darauf hinaus. Und es gibt auch offizielle Verlautbarungen. Also erstmals hatte ich es von einem Ingenieur aus Sachsen zu hören bekommen, der in ein Projekt eingebunden war, das die Ausstattung der Gemeinden mit einem Notstromgenerator, um die Ordnungskräfte, Feuerwehr, Polizei, Feuerwehr sind jetzt weniger Ordnungskräfte, aber halt alles, was irgendwie so für Krisen von Bedeutung ist, die sogar, ich glaube, erstmal nur die Tankstellen betreiben zu können. Ja, sollten darüber sprechen, wo überall Strom im Spiel ist, denn das wird vielfach unterschätzt, dass die Tankstellen weiter betrieben werden können, um die Behördenfahrzeuge zu betanken. Da habe ich es zum ersten Mal gehört, dass da konkret etwas abläuft. Und zwischenzeitlich ist dann das Ganze immer mehr in der Systempresse auch hier und da erwähnt worden, also dass es die Empfehlung gibt, Gemeinden systemrelevante Infrastruktur mit Notstromaggregaten auszustatten. Also dafür wird seit längerer Zeit erheblicher Aufwand betrieben und eine Menge Geld ausgegeben. Und wenn wir in die mehr wirtschaftlich orientierten Nachrichten schauen, finden wir das ebenfalls, dass immer mehr Unternehmen, vor allen Dingen diejenigen wie zum Beispiel Glasschmelzen, Stahlwerke und dergleichen, die nicht einfach mal längere Zeit ohne Strom auskommen können, dass die schon aufgrund der wachsenden Instabilität des Stromnetzes in den letzten Jahren bereits gezwungen waren, eigene Stromversorgung zu installieren. Also wenn wir das im Gesamtbild sehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es vielleicht kombiniert mit einer erneuten Pandemie oder nicht, sei dahingestellt, aber dass der erste Ansatzpunkt, die erste Attacke der Strom sein dürfte. Und ich habe gehört, gerade erst vor kurzem, dass es erste Städte gibt, die ganz konkret ihre Bürger anschreiben, um sie wissen zu lassen, wie sie sich auf einen Blackout vorbereiten sollten. Daher würde ich mit dem Thema Strom beginnen. Ja, macht Sinn. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ja. Ja, Strom. Es wird bei jedem dieser Themen, die wir berühren, wichtig sein, in die Tiefe zu gehen. Also nicht den Strom zu assoziieren mit Fernseher läuft und ich kann Licht an- und ausknipsen und der Kühlschrank funktioniert auch. Auf den Fernseher kann ich vielleicht sachlich gesehen am ehesten verzichten. Nachrichten kriege ich unter Umständen woanders her. Ein erstes gravierendes psychologisches Problem werde ich nach kürzester Zeit haben mit meinen Kindern oder mit mir selber, wenn der Fernseher nicht mehr läuft, so wie der Raucher keine Kippe mehr zur Verfügung hat, wird ein gähnendes Loch der Langeweile entstehen, in denen Konflikte hochkommen, von denen man gar nicht wissen möchte, dass man sie hat. Wesentlicher Punkt. Das ist eine psychologische Attacke übrigens, die auch bei Stromabschaltung, soziale Medien, plötzlich ist nichts mehr eben mal daddel daddel erzählen, ich bin gerade auf dem Klo und brauche 2 Lagen Klopapier, sondern ich rufe dich später zurück, sondern dann geht nichts mehr. Und diejenigen, die in den letzten 10, 20 Jahren geboren sind, vielleicht sogar in den letzten 30 Jahren, die sind ja im Wesentlichen einarmig unterwegs, also haben konsequent ihr Smartphone in der Hand, um auch in Echtzeit, im Minuten-, Sekundentakt, wenn es sein muss, mal eben zu erzählen, dass sie gerade Pommes essen oder gleich mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Wenn das nicht mehr geht und nicht mehr klar ist, ob man noch genug Freunde hat auf sozialem, elektronisch sozialem Level, dann gehen hier auch die psychologischen Wogen hoch und es wird zu ganz erheblichen Verwerfungen kommen, zu Katastrophenszenarien allein nur aufgrund dieser psychologischen Auswirkungen. Deshalb betone ich auch immer wieder die
entscheidende Stabilität für solche Krisen, die ist nicht so sehr eine Frage, schon auch, aber erst im zweiten Glied, habe ich genug zu essen und zu trinken, kann ich Sicherheit herstellen, sondern das erste ist das Psychologische. So, Fernseher fällt aus, paar Stunden, okay, dann wird's schon kritisch. Oder Häusliche, Internet, ich würde sagen, auch für die neue Generation, die ja. vielleicht weniger Fernsehen schauen, Internet fällt aus, Computer, Definitiv, ja. Smartphone fällt aus. Ja, definitiv, in dieser ganzen Bandbreite. Und Kühlschrank, nun gut, das lässt sich vielleicht noch verschmerzen, aber wenn dann auch noch die Gefriertruhe auftaut, dann wird es schon schwierig. Das kann ich nicht alles wegessen. Ich werde innerhalb kürzester Zeit einen stinkenden Mist da drin haben, den ich zwangsläufig wegschmeißen muss. Und damit ist ein eventuell längerfristig im Hinterkopf. Das sind ja keine bewussten Abwägungen im Einzelfall, sondern das wird einfach so gemacht. Man hat eben einen Tiefkühlschrank, da ist eine Tiefkühlpizza drin, Tiefkühlpommes, irgendwas anderes, fertig, schnell zubereitet. Alles das fällt dann plötzlich innerhalb von 24 bis 48 Stunden weg. Das habe ich aufgegessen oder ich muss wegschmeißen. Also das ist das, was man vielleicht als erstes im Brennpunkt der Aufmerksamkeit hat, aber es reicht ja sehr viel weiter. Ist es geschickt geplant, ist anzunehmen, dass dieser Blackout zur Heizperiode geschehen wird. Jetzt sind die meisten Heizungen aber auf elektrische Pumpen angewiesen. Früher hatte man übrigens absolut krisenstabil sogenannte Schwerkraftheizungen. Die hat man schleichend, weil sie ja so langsam reagieren und nicht situationsoptimiert funktionieren, abgeschafft und ist auf kleine Heizungsrohre, kleine Kreisläufe, elektrisch betrieben umgestiegen. Heizung fällt aus. Das kann bei minus 20 Grad irgendwo in Deutschland, Skandinavien erst recht ganz schnell an die Grenzen des Überlebens durch Erfrieren, also mit der Gefahr des Erfrierens gehen. Und wenn mir dann schon ausreichend kalt ist und ich aufs Klo gehen will, habe ich nicht nur das Problem, dass das Wasser im Spülbehälter eingefroren ist und auch im Klo eingefroren ist. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, dann funktioniert aber auch der Nachlauf nicht, denn die Wasserpumpe ist ebenfalls elektrisch betrieben. Das heißt, ich hocke in einer Bude, ja, kann ich vielleicht verrammeln. Ich habe also, dass nicht gleich jemand mir die Tür eintreten kann, was bei den meisten Haustüren überhaupt keine Schwierigkeit ist, Wohnungstüren erst recht, Wohnungstüren. Ich hocke da und weiß nicht, wo ich meine Exkremente entsorgen kann. Kann ich natürlich, wie angeblich früher, einfach aus dem Fenster schmeißen. Aber ist die Frage, ob das nicht zu Verwerfungen mit der Nachbarschaft führt. Könnte Kann das sein, ja. kleinste Problem sein. Ja, also ich werde ganz schnell nichts zu essen haben, ich werde ganz schnell frieren, ich werde ganz schnell Schwierigkeiten haben, Abfälle aus der Wohnung zu entsorgen. Ist der Strom lang genug weg? 24, 48 Stunden, kann ich auch nicht mehr einfach gefahrlos auf die Straße gehen. Es ist dunkel, die Straßenbeleuchtung ist ausgefallen, die Läden sind bereits geplündert, die Tankstellen funktionieren nicht. Also selbst wenn ich vorhatte, in mein Ferienhaus zu fahren, wo es schön schnuckelig einsam ist, Plan B, dann habe ich nicht den Treibstoff und tanken brauche ich gar nicht zu versuchen. Denn an den Tankstellen werden Kriege stattfinden um den Rest, der dort drin ist. Viele Tankstellen haben übrigens eine Möglichkeit der Handabpumpung des manuellen Betriebs, das wissen die wenigsten. Würde sich lohnen, sich sachkundig zu machen in der Umgebung. Darüber würde ich allerdings nicht mit vielen sprechen. Überhaupt, eine Handabpumpung Zeit der Schweigsamkeit beginnt. heißt. Dass man die unterirdischen Tanks der Tankstellen auch manuell anzapfen kann. Also es gibt solche Notpumpsysteme nicht, wohl nicht bei jeder Tankstelle. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich habe das nur mal gelesen. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Und erst recht halte ich es für uninteressant, weil Tankstellen genauso wie Supermärkte Brennpunkte sein werden. Also Strom bedeutet, es ist alles weg und bedeutet, dass ich in meiner eigenen Wohnung innerhalb kürzester Zeit wie in einem Käfig sein werde, den ich auch nicht gefahrlos verlassen kann, weil es draußen genauso gefährlich geworden ist. Ebenfalls durch Stromausfall.
Jetzt könnte man dann sagen, na gut, dann beschaffe ich mir einen Generator. Das ist in dichter besiedelten Gegenden und das sind auch bereits Vororte ebenfalls ersatzlos zu streichen. Denn wenn irgendjemand in der Nachbarschaft, und die Nachbarn werden das wissen, noch bevor es gebraucht wird, ein Generator angeschafft wurde, dann ist mal zum einen klar, den kann ich gar nicht so geräuschlos betreiben, innerhalb des Hauses sowieso nicht, und der Kohlenmonoxid entsteht. Konzentration, die daraus resultiert. Ich kann den gar nicht so lautlos betreiben, dass es nicht jemand hört. Und das ist gar nicht mal so sehr das Entscheidende. Was daraus geschlossen werden kann, ist, der hat Treibstoff und der hat wahrscheinlich auch was in der Kühltruhe. Denn wozu betreibe ich sonst einen Generator? Es gibt also ganz schnell Besuch. Und auch hier kommt wieder etwas Psychologisches zum Tragen. Der Mensch als Gesellschaftsteilnehmer und Person ist nur notdürftig domestiziert. Alle Katastrophenszenarien, ob Naturkatastrophen oder Stromausfälle, zeigen, dass das zivilisierte, gesetzlich kontrollierte Verhalten innerhalb von wenigen Stunden komplett zusammenfällt. Also keiner sollte darauf setzen, dass ein Nachbar, der noch heute freundlich ist und vielleicht gemeinsam mit dir Krisenvorsorge betreibt oder anders, er redet mit dir darüber, aber du betreibst die Krisenvorsorge, dass der auch noch genauso nett ist, wenn er auf dem Wege zu erfrieren ist oder den Eindruck hat, das entsteht bei einer zivilisierten Person sehr schnell, dass sie jetzt bereits dem Hungertod entgegeneilt. Ja, wer das Thema Ernährung und wann muss ich was essen und den Unterschied zwischen Appetit und Hunger niemals entdeckt hat, der wird Appetit immer mit Hunger verwechseln, der wird auch Durst immer mit Hunger verwechseln. Und wenn man hungert, was wir in dem nur nahrungsmittelgesättigten, mit Füllstoffen gesättigten Europa so gar nicht mehr kennt, dann wird Appetit und Durst als Hunger und als überlebensbedrohlich interpretiert. Ich habe einen Tag, ich habe zwei Tage, ich habe drei Tage nichts gegessen. Lassen wir mal die relativ wenigen, die regelmäßig fasten, beiseite aus irgendwelchen gesundheitlichen Erwägungen. Dann ist das bereits Grund genug, den Nachbarn die Tür einzutreten und nach der Packung Spaghetti zu suchen, die vielleicht über die nächsten Stunden rettet. Und das Verhalten wird ab dem Moment völlig irrational, denn eine Tüte Spaghetti rettet natürlich nicht das Leben, sondern es sättigt, stillt den Appetit für ein paar Stunden und wirft als nächstes die Frage auf, wem ich dann anschließend die Spaghetti klaue und so weiter. Das kann sicherlich jeder leicht selber fortdenken. Alles das resultiert schon alleine aus dem Thema Stromausfall. Ja, also ganz, ganz wichtig ist, es bringt mir nicht viel, sondern oder fast gar nichts, wenn ich, sage ich mal, in einer Stadt oder auch, wie du gesagt hast, in einem Vorort, mich in meinen eigenen vier Wänden irgendwie vorbereite und aber nicht weiter darüber nachdenke, wie sich das Leben um mich herum verändert bei Leuten, die sich nicht darauf vorbereitet haben. Weil Ja. da wird dann der Mensch schnell zum Tier. Ganz schnell und zwar nicht zum Tier. Das Tier handelt immer situationsentsprechend. Ja. Der Mensch als Person handelt sogar in seiner irrationalen Angst und Panik unter dem Niveau eines Tieres. Das ist noch viel, viel gefährlicher. Es fällt mir gerade ein Beispiel herausgreifen, um die Kreativität zu fördern, was im ersten auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Krisenvorsorge zu tun hat. Ich sprach ja gerade von Hunger und Appetit und Durst und der Unfähigkeit des modernen Gesellschaftsteilnehmers, diese drei Dinge zu unterscheiden. Eine Krisenvorsorge kann sein, dass ich einen Weg finde, das für mich erstmal zu klären, also die Erfahrung zu machen, die körperlich-sinnliche Erfahrung. Was ist Hunger? Was ist Durst? Was ist nur Appetit? Und wie erhalte ich meine Leistungsfähigkeit? Prüfen der Glaubenssätze zum Thema Ernährung. Wie erhalte ich über einen Zeitraum von einer Woche, 2 Wochen oder 3 Wochen eine hohe Fitness, eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit bei bester psychischer Präsenz, ohne auf den Verzehr von Lebensmitteln, bestenfalls auf den Konsum von Wasser angewiesen zu sein?
Wenn ich diese Erfahrung vorher gemacht habe, dann muss ich auch nicht nach 2 Tagen dem Nachbarn die Tür eintreten und schauen, ob er noch irgendwelche Barillanudeln in der Ecke liegen hat. Also das wäre die Klärung der eigenen sinnlichen Erlebnisbandbreite und Unterscheidungskraft. Ja, die Frage ist, wie viele Leute sind dazu in der Lage oder haben schon mal so eine Erfahrung gesammelt? Man Wahrscheinlich. braucht Anleitung dazu. Also in der üblichen Ernährungsmedizin, Ernährungslehre findet man dazu nichts wirklich Greifbares. Auf der Basis der Simplonik gibt es Möglichkeiten, da muss man sich halt mit den relativ wenigen Dingen befassen. Dafür habe ich 2 Bücher geschrieben vor Jahren, mit denen alles erstmal klargestellt wird, was Ernährung überhaupt bedeutet und ob ich überhaupt jeden Tag essen muss und wie vorzugehen ist, um tatsächlich das zu erleben, was ich gerade skizziert habe, als Teil einer wirklich praktizierten Krisenvorsorge. Denn wenn ich nicht davon ausgehen muss, innerhalb von 2 Tagen meine Lebensmittel selber verzehrt und ich brauche jetzt unbedingt etwas, kann nicht rausgehen, Supermärkte sind ohnehin geplündert, Nachbartüreintreten ist eine gewisse Schwelle, wir sind alle aggressionsgebremst. Zu Herrschaftszwecken und grundsätzlich ist man ja auch gerne nett zum Nachbarn. Aber wenn es ums Ganze geht, gilt das alles nichts mehr. Wenn ich jetzt aber weiß, ich kann das in aller Ruhe für mich klären im Verlauf der nächsten 2 Wochen, dann habe ich einen Teil dieser parasympathischen Besonnenheit im Themenkreis Ernährung, um das zu tun, was zu tun ist, damit ich, wenn ich es wirklich brauche, etwas zu essen habe. Über Vorräte werden wir sicher auch noch sprechen. Das habe ich dann auch vorher sinnvoll intelligent, aber nicht mit irgendeinem konfektionierten Fertigfraß, sondern mit ganz einfachen Mitteln und breiter Perspektive ebenfalls sichergestellt. Auch in einer Mietwohnung. Der Startpunkt kann ohne weiteres in einer Mietwohnung sein. Man muss jetzt nicht panisch Stadt und Dorf verlassen. Aber man sollte wissen, was man tut, wenn es so schlimm kommen sollte, dass man die Bewegungsfähigkeit hat und auch weiß, wohin. Und diese Bewegungsfähigkeit, das hatte ich ja schon erwähnt, das hängt mit Treibstoff und mit Tankstellen zusammen und hängt unmittelbar auch am Stromverbrauch. Das ist aber jetzt nur erstmal Stromausfall, das kleine Szenario im unmittelbaren Umfeld. Wir haben aber jede Menge mehr Ängste, die uns anspannen können. Was machen wir, wenn der eine plötzlich Kopfschmerzen, Schwindel, Schmerzen im rechten Unterbauch bekommt, Durchfall oder den Eindruck eines, wir sind ja alle mehr oder weniger Laien gebildet in der Erstellung medizinischer Diagnosen, den Eindruck erweckt, dass er gerade einen Hirnschlag hat oder einen Herzinfarkt und wir haben Stromausfall. In der Wohnung kann ich es nicht lösen. Rausgehen traue ich mich nicht. Traue ich mich raus, fahre zum Krankenhaus, wenn ich genug Sprit im Tank habe. Dann wird in den Krankenhäusern für 24, maximal 48 Stunden das Notstromaggregat laufen. Dann wird es dort auch zappenduster, denn für viel mehr sind die in aller Regel nicht ausgerüstet und können auch nicht den gesamten Betrieb in voller Bandbreite aufrechterhalten, sondern müssen sich auf die Wesentlichen, das ist die Zentralisierung der Funktionen, haben wir in unserem Körper Zentralisierung des Kreislaufes in Schocksituationen zum Zwecke des Überlebens. Diese Zentralisierung wird auch bei Stromausfall in der gesamten Gesellschaft stattfinden. Das heißt, im Krankenhaus werde ich unter Umständen abgewiesen oder ist abgeschlossen. Ja, und auch da setzt sofort das Gedankenkarussell ein. Bin ich darauf nicht vorbereitet und weiß, wie ich solche Situationen auf einfacher Grundlage zumindest mal in einen stabilen Bereich bringen kann. Das kann ich als medizinischer Laie ohne weiteres, aber dafür muss ich wiederum etwas wissen über die Art und Weise, wie man einen Kreislauf, einen noch lebenden Menschen, menschlichen Körper, so weit stabilisieren kann, dass er über längere Zeit zumindest mal keine Verschlimmerung, Verschlechterung erfährt, in der Hoffnung, dann nach Tagen, möge es zutreffen, der Strom wieder da ist. Also auch hier ist eine Angstspur, eine Nabelschnur zum System vorhanden, die stromsensibel ist. Aufs Finanzamt können wir verzichten, das ist kein Problem, wenn die abgeschaltet sind und auf viele andere Sachen auch.
Aber das, was uns am ehesten angeht, nämlich das unmittelbare Überleben, Thema Gesundheit, Thema Lebensmittelversorgung, Wasser und dergleichen und physische Sicherheit, dort muss unser Augenmerk sein, um die Auswirkungen des Stroms wirklich zu verstehen. Auch die Logistikketten der Supermärkte hängen am Strom. Der Betrieb der Schiebetüren, die kann man dann zwar eintreten, aber das findet in der Phase der Plünderung vermutlich ohnehin statt, ziemlich schnell. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob man Strom braucht zum Öffnen oder Schließen der Türen. Aber das gesamte logistische System ist PC, ist computerbasiert, rechnergestützt, ist vernetzt. Also es kollabiert alles. Es kollabiert alles. Und es dauert nicht lang und ist alles weg. Und dann kommt hinzu, im Hinterkopf behalten als Eichpunkt, die Experten bezüglich also die Elektroingenieure, die sich mit Stromausfällen und der Sicherheit des Stromnetzes jeden Tag befassen. Es gibt ein Stichwort, Name, der in dem Zusammenhang für verständliche und stabile Basisinformationen birgt. Das ist ein Ingenieur aus Österreich, Saulrug heißt der. Saulrug. Der ist auch immer wieder mal gern gesehener Interviewpartner in den Systemmedien, nachdem er der Blackouts gesellschaftsfähig geworden ist als Perspektive. Und der Eichpunkt, von dem ich spreche, ist, wenn das System, also die Stromversorgung, tatsächlich länger als 7 Tage abgeschaltet wäre, dann, also Blackout heißt ja ein großflächiger, langanhaltender Stromausfall, dann würde das bedeuten, dass man das System gar nicht mehr hochfahren kann. Weil man eine Art, ich bin da technisch nicht versiert genug, um das einfach zu erklären, weil man einen Startstrom braucht. Und das gesamte europäische Stromnetz ist vernetzt. Also der Ausfall einer Überlandleitung kann bedeuten, dass in einem ganzen Land das Licht ausgeht. Gab es auch vor ein paar Jahren mal. Ich glaube in Italien, da war flächendeckend in ganz Italien der Strom für ein Weilchen weg. Also im Hinterkopf behalten, dauert das länger als eine Woche, ist für lange Zeit nicht mehr mit Strom zu rechnen. Mag ein wichtiger Ankerpunkt sein für dann zu treffende Entscheidungen. Wollen wir vielleicht noch auf die anderen Punkte nochmal zu sprechen kommen, zum Beispiel das Thema Lebensmittel. Was gilt es zu beachten, wenn ja kein Strom mehr da ist, wenn ich nicht mehr einkaufen kann, wenn ich mich vielleicht nicht fortbewegen kann? Ja, das ist, glaube ich, auch sehr greifbar so für, da könnte Das man. ist sehr greifbar und eins der wenigen Themen in einer solchen Situation, das sehr einfach darzulegen und sehr einfach zu beantworten ist. Und die Antwort erschöpft sich nicht in einer Auswahl bestimmter Tütensuppen und irgendwelcher Fertiggerichte in Dosen, sondern einfach, naheliegend und folgerichtig mit der Frage zu beantworten, welches Lebensmittel ist platzsparend, langfristig haltbar und enthält die allerhöchste Nährstoffdichte. Und diese Frage beantwortet uns an sich die Natur. In den Nachwuchs wird immer am meisten investiert. Ob das Also nun der Heranwachs, bitte? Samen und Eier. Ja, genau, richtig. Also beim Säugetierlebewesen wird in das, ich rede jetzt nicht von Babys verzehren, das mögen manche Kreise vielleicht tun, aber nur um zu veranschaulichen, dass in die Gesundheit des Nachwuchses, des Kindes, erkennbar investiert wird, weil eine nicht vollständig optimal versorgte Mutter eine ganze Reihe von dann auch langanhaltenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen erfährt, weil alles fürs Kind spendiert wird. Und im Pflanzenreich, und darauf will ich hinaus, sind es Samen und auch Eier. Jetzt wird der gebildete Durchschnittsbürger sagen, Eier, oje, oje, habe ich übrigens früher noch in meiner Zeit als naturheilkundlich tätiger Arzt mit eigener Praxis auch gedacht. Ich habe noch im Hinterkopf die Zahl irgendwo aufgeschnappt. Ein Ei altert sehr schnell und wird ganz schnell, Salmonellen poppt da auf,
sehr schnell zu einer gesundheitlichen Bedrohung, weil ein Ei innerhalb von 24 Stunden, ich weiß nicht wie viele, zig Millionen weitere Keime, Fäulniskeime entwickelt. Mittlerweile weiß ich, Teil der Krisenvorbereitung, das war früher, als man das noch nicht wusste, komischerweise kein Thema. Und es ist überhaupt keine Schwierigkeit, Eier haltbar zu machen für 8 Monate. Wie? 8 Monate, ja. Also, Ja, wie? ja wie? Sag ich nicht. Bleibt ein Geheimnis, mach mal einen Kurs draus. Okay. Nein, es ist tatsächlich ganz einfach. Es gibt mehrere Methoden. Ich nenne nur eine. Ich kaufe mir einen Sack Kalk, ist sowieso nicht schlecht. Kostet 7 bis 10 € im Baumarkt. Also echten Löschkalk. Und ich gebe ein paar Esslöffel, reichen an sich schon, gebe ich in einen Eimer mit Wasser. Und dann stapel ich die Eier in diesem Löschkalkwasser, und zwar mit der Spitze nach unten. Also wir haben das ausprobiert. Die schmecken nach 3, 4, 5, 6 Monaten nach wie vor prima. Das Eiweiß hat nicht mehr ganz die Spannkraft. Sie sind bestens bekömmlich, und so hat man früher beispielsweise, wie gesagt, es gibt mehrere Methoden, Eier haltbar gemacht. Also Eimer, Kalk, Kalkwasser, Eier, Spitze nach unten. Lässt man das Wasser die ganze Zeit drin? Ja. Okay. Das wird immer wieder nachgefüllt, Kühl- und Dunkelstellen und fertig. Muss in keinen Kühlraum, keinen Kühlschrank, gar nichts. So kann ich mir Eier tatsächlich haltbar machen. Wir haben das mit, ich glaube, 200 oder 300 Eiern gemacht, die wir nach und nach dann über den Winter verzehrt haben. Denn Hühner legen ja auch nur in der lichtstarken Jahreszeit, so September, Oktober, stellen die das blöderweise ein für den Rest des Winters. Und noch kurz zu den Eiern selbst. An Nährstoffen, sagen, gehen wir mal davon aus, die Hühner haben ganz, ja, haben ein Gelände, wo sie sich gut bewegen können, wo sie viel in der Sonne sind, wo sie frische Luft haben, wo sie Wildkräuter und natürliche Nahrung, soweit es möglich ist, bekommen. Welche Kraft oder welche Nährstoffe hat das Ei, die relevant sind? Also, das würde ich tatsächlich vollkommen außen vor lassen, weil die Verwendung von enthaltenen Nährstoffen und also die Verwendung im Organismus von so vielen Faktoren abhängt, dass und auch Wechselwirkungen selbst innerhalb des Darms, denn das ist ja das, was erst einmal die Ausgangssituation sein wird. Ich esse etwas, ich trinke etwas und es vermischt sich mit allem anderen, was ich esse, plus der Verdauungssäfte, und dann habe ich einen Verdauungsbrei im Darm, der eine hochindividuelle, von der Situation abhängige Mischung aus unterschiedlich konzentrierten, tatsächlich notwendigen, hoffen wir, Substanzen enthält, von denen dann in Abhängigkeit von der psychischen Verfassung und von der Sympathikotonie die Verdauung verhindert oder Parasympathikotonie die Voraussetzung für Verdauung ist, aufgenommen werden oder nicht. Ich möchte es anhand eines Beispiels veranschaulichen, was ich aus dem Studium mitgenommen habe. Eine der ganz, ganz wenigen wertvollen Informationen. Und das ist selbstredend, womit ich sagen würde, das Ei in seiner Bedeutung wird verständlich. Und zwar ging es im Rahmen der Vitaminforschung darum, wann welche Mangelzustände zu erwarten sind. Auch ein Thema natürlich für eine Schmalspurversorgung in Krisenzeiten, wenn die Krise länger anhält. Ich gehe, wie gesagt, bei dem, was auf uns zurollt, zu, dass das Krisen sind, die sich eine Krise sein wird, aus verschiedenen Aspekten heraus genährt, gefördert. Blackout, Stromausfall ist einer davon. Und für unter Umständen in Wellen mehrere Jahre anhält. Wellen sind wichtig. Wellen wecken immer wieder Hoffnung, die man anschließend erneut zerstört. So sorgt man dafür, dass der maximal zerstörerische Effekt erzielt wird. Eine lang anhaltende, abrupt beginnende, alles durchdringende Krise wird innerhalb kürzester Zeit zu einem Normalzustand. Wichtig für das massenpsychologische Verständnis dessen, was da konzipiert sein dürfte. Es muss zwischendurch Phasen der relativen Entspannung geben.
um dann anschließend wieder voll reinzuschlagen. So erzeugt man den maximal zerstörerischen Effekt. So, zurück zum Thema Vitaminforschung. Es gab, ich meine, es ging um, ich meine, sage ich vorsichtshalber, um einen ganz, ganz seltenen Vitamin-E-Mangel, der normalerweise wohl gar nicht auftritt. Und der trat auf bei einem Franzosen, der sich 30 Jahre lang ausschließlich von rohen Eiern und Rotwein ernährt hat. Bei bester Vitalität, Leistungsfähigkeit und Kraft, es hatte niemals, soweit die Geschichte bekannt war, irgendwelche Einschränkungen erfahren. Und erst nach über 30 Jahren traten diese Symptome auf, die man einem, meiner Erinnerung nach, Vitamin-E-Mangel zuschrieb. Also nichts als Eier, nichts als Rotwein. Würde ich jetzt nicht als die ideale Krisenkost bezeichnen. So besoffen findet man auch die nächste Tankstelle nicht so ganz geordnet und zuverlässig. Aber nur um zu veranschaulichen, welche Ernährungspotenz in einem Ei steckt. Ja, ganz kurz, wenn er nur sich von Eiern ernährt hat, das heißt, da sind zumindest auch ein gewisser Anteil der Elemente drin aus dem Periodensystem. Weil wenn ich 30 Jahre nur das, na gut, im Rotwein vielleicht auch ein bisschen, aber jetzt nicht übertrieben. Das heißt, die Kombination Rotwein und Ei aus einer guten Quelle kann nicht komplett mineralienfrei sein. Ja, ist eine gut, ja, definitiv. Ich habe schon vermutet, dass du darauf hinaus willst. Das ist so anzunehmen und es gibt einen weiteren Aspekt, das ist bei dem Pflanzensamen sehr gut untersucht und ist auch seit Jahrhunderten sogar bekannt, selbst ohne technische Hilfsmittel. Ein Phänomen, was die normale Chemie gar nicht erklären kann. Sobald ein Samenkorn, wechseln wir mal zum Samenkorn und das, was hier als Idee und messtechnisch letztendlich auch dann zu bestätigen ist, erkennbar wird, ist durchaus auch auf das Ei zu übertragen. Wenn man, also erstmal ein Samenkorn ist hochverdichtet, hochpotent und es ist getrocknet, ewig lang haltbar. Jahre, Jahrzehnte, wenn es nicht zu warm und nicht zu feucht ist. Wenn ich also eine krisenstabile Basisversorgung haben will, orientiere ich mich an der Basisversorgung, die seit Jahrhunderten weltweit in ungefähr gleicher Form in Asien, genauso wie in Südamerika, in Australien oder in Europa zu finden war. Und das ist eine kohlenhydratbasierte Ernährung. Dabei kann man relativ frei wählen. In Südtirol, Tirol beispielsweise war das Grundnahrungsmittel Buchweizen. Diesen Buchweizen, den hat man als, ich möchte dann immer an Forrest Gump denken und seine Shrimps. Buchweizen gab es dann als Knödel, Buchweizen gab es als Suppe, gab es als Grütze, gab es als Fladen. Jeden Tag. Jeden Tag. Und hat eine außerordentliche, kraftvolle Nahrungsgrundlage für anstrengende körperliche Arbeit. 6 Tage und wenn es sein muss, 7 Tage die Woche geliefert. In anderen Gegenden war das dann Gerste, in anderen Weizen oder wie auch immer. Also Getreide, freie Wahl. Aber freie Wahl, wenn beste Qualität. Ja, beste Qualität ist wichtig. Es gilt auch für die Möglichst, Eier. Die Eier ja, würde genau. ich mir beim Bauern holen, wo ich sehe, wie die Hühner leben. Je hochwertiger und potenter das Ei ist, umso eher ist anzunehmen, dass es auch lange Zeiten der Lagerung überdauert. Und beim Getreide oder den Samen Ist es genauso. ja. Möglichst Und wenig, also am besten natürlich kein Glyphosat und Co. drauf und vielleicht so ein Demeter-Siegel würde vielleicht auch nicht schaden, oder? nicht nur nicht schaden, sondern das ist meines Wissens das Einzige, was noch als Biosiegel ernst zu nehmen ist. Aber auch hier würde ich bevorzugen, der Bauer um die Ecke, der tatsächlich biologisch wirtschaftet und bei dem ich 20 Kilo reicht. Also ich habe als Orientierung Empfehlung für den durchschnittlich verfressenen Gesellschaftsteilnehmer 200 Gramm Getreide pro Tag. Das ist für mich immer die Referenz, wer das Thema Ernährung wirklich individuell für sich entschlossen hat, wofür ich die Stoffwechselrenaturierung verwende, ein 6- bis 8-wöchiges Programm.
Dann ist die geeichte individuelle Ernährung tatsächlich aus sich selbst heraus, also durch die eigene Fähigkeit, es am Lebensmittel zu erkennen und zu erschmecken, wieder geweckt. Und gleichzeitig ist die Essensmenge drastisch reduziert und bleibt auch in vielen Fällen reduziert. Heißt, wenn jemand im Reinen ist mit seiner Ernährung, Unterscheidung, Hunger, Durst, Appetit und eine Fähigkeit hat zu erschmecken, was er jetzt tatsächlich essen sollte, dann reichen auch 100 Gramm. Wir bleiben jetzt mal bei 200 Gramm. 10 Tage sind 2 Kilo, 100 Tage sind 20 Kilo. Also mit einem 20 Kilo Sack Getreide komme ich mindestens 100 Tage aus. Und erfahrungsgemäß vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade geschildert habe, wenn man sich entsprechend vorbereitet, auch sehr viel länger. Und wenn es nicht reicht, nimm halt zwei Sack. Das nimmt nicht viel Platz weg. Ganz Muss. kurz, wenn kein Strom mehr da ist, haben wir darüber ausführlich schon gesprochen, dann eventuell muss man das jetzt vorbereiten ohne Hitze. Also vielleicht hat man keinen Ofen, Feuer vielleicht auch nicht möglich. Dann wäre Keimen wahrscheinlich ein guter Schritt. Keimen ist sowieso der Schritt überhaupt. Würdest du auch Denn selbst, wenn Feuer oder Strom da ist, trotzdem ist immer keimen, weil der ist ja schon ein gewisser Aufwand. ja, definitiv ja. Okay. Denn, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, auch mit Rückkopplung zum Thema Ei, in dem Augenblick, in dem der Lebensprozess im Samenkorn beginnt, also der erste Keimstängel, der Keimstängel ist ja erst einmal ein Austrieb, herauskommt, in dem Maße vermehrt sich der Gehalt an Spurenelementen. Und ich hatte vorhin gesagt, die herkömmliche Chemie und Physik ist überhaupt nicht in der Lage, das zu erklären, was da passiert. Die Bauern früher wussten das. Es ist auch bekannt gewesen und man hat es dann im Nachhinein mit der Entwicklung der entsprechenden messtechnischen Möglichkeiten nachweisen können. Im Frühjahr, wenn die Nadelbäume austreiben, dann gelten die frischen Austriebe, durchaus wohlschmeckende Notnahrung übrigens in solchen Krisenzeiten, dann gelten diese Nadelbaumaustriebe als regelrechte Metallfabriken. Die wurden früher abgetrennt, gehäckselt und auf den Feldern ausgebracht als eine Als Art ja. Naturdüngerversorgung mit Spurenelementen. Genau das, worauf du hinaus wolltest. Also auf jeden Fall keimen. Und dann kann ich entweder den Keim verzehren oder ich darre es, erhitze, trockne es und verwende es oder verwende es gekocht. Habe ich die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, das durchaus auch mit einer Prise Salz sehr schmackhaft zuzubereiten. Salz ist in dem Zusammenhang das nächste Stichwort bei der Lebensmittelversorgung. Ein Sack Kochsalz kostet auch nicht die Welt. Der ist auch ewig steril und unkaputtbar über Jahrzehnte. Warum kein Steinsalz oder Ursalz? Weil das eine nette Marketinggeschichte ist. Also ich spreche schon von Meersalz. Ja, okay. Ja, Weil du also gesagt hast, nicht. Kochsalz. Ja, das Meersalz besteht aber praktisch Zu bis auf neun. einen Ja. fast zu vernachlässigenden Anteil aus Kochsalz. Ja, okay. Ja. Aber eine natürliche Salzquelle, nicht Ja, ja, Speisesalz. ja. Also gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja. Also Meersalz, aber man braucht kein mit Bulldozern abgebautes Himalaya-Salz. Das ist ein reines Marketinggeschehen, vollkommen nutzlos. Also einfaches Meersalz. Und da sind Spurenelemente automatisch enthalten. Nur das meiste ist halt ganz normal Natriumchlorid. Und beim Getreide ist wichtig, dunkel lagern, möglichst kühl lagern und in der warmen Jahreszeit muss das bei Temperaturen ab 20 Grad auf jeden Fall ein bis zweimal pro Woche gewendet werden. Das heißt, ich lege den Sack, das sind ja meist Papiersäcke, den lege ich auf den Boden und rolle ihn ein bisschen hin und ein bisschen her, stelle ihn auf, drehe ihn um, ist ein bisschen mühsam, aber es ist auf jeden Fall eine wirkungsvolle Vorsorge dagegen, dass darin Getreidekäfer wachsen. Selbst wenn da welche drin wachsen, die sind nicht giftig, dann frisst man die halt mit. Kein Problem. Der Chinese würde wahrscheinlich die Käfer fressen und die Ist ja Körner jetzt sowieso entsorgen. im Trend, Insekten zu essen.
Ja, ist ja auch Teil der politischen Doktrin, richtig, ich vergaß. So. Okay, Also ich habe Getreide, ich habe Salz und damit bin ich auf schmalster Spur. Das kostet noch nicht mal wahnsinnig viel, habe ich eine Basisversorgung für eine kraftvolle Tagesbewältigung für ja. wenigstens 100 Tage. Ja, und wenn ich ein hochwertiges Getreide habe, dann sind zumindest noch ein paar Mineralien drin. Wenn ich es Definitiv, keime, ja. dann sind die auch bioverfügbarer oder ist das aus deiner Sicht ein Märchen, dass Antinährstoffe, wenn ich jetzt einfach das Ja. Getreide so koche oder Haferflocken einfach so esse, dass es da zu Problemen kommen kann in Bezug auf die Aufnahme der Mineralien? Also, das Thema der Bioverfügbarkeit ist ein reines Marketingthema. Das entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Im Leitsatz, ganz einfach, auch für Laien, denke ich, nachvollziehbar, Leitsatz von Bedeutung ist an der Stelle: Zum einen, im lebenden Organismus kann ich diesen Nachweis nicht führen. Woher soll also diese Behauptung stammen, dass irgendetwas zellverfügbar wäre? Im Zellversuch, in der Zellkultur kann ich sowas machen. Im lebenden Organismus kommen so viele sich gegenseitig beeinflussende Wechselwirkungen zum Tragen, dass es vollkommen unmöglich ist, hierzu eine wirklich ernstzunehmende Aussage zu machen. Also es ist einfach ersatzlos zu streichen. Und das Zweite ist, mathematisch, statistisch betrachtet haben wir so viele Wechselwirkungen im Organismus, dass ich allein schon auch deshalb keine Aussage zur Aufnahme und Verwendung irgendeiner Substanz sagen kann. Und schon gar nicht, wenn ich dann mit Medikamenten jongliere. Medikamente sind auch ein Thema natürlich in der Krisenvorsorge. Bloß weil ein Medikament wie Cortison oder irgendein anderes schmerzlinderndes Mittel eine Wirkung entfaltet, kann ich deshalb nicht sagen, dass es eine zuverlässige, vorhersagbare Wirkung in einem bestimmten Organismus gibt. Auch schulmedizinische Medikamente wirken bei vielen überhaupt nicht, oder sie wirken paradox, sie erzeugen genau das Gegenteil. Blutdrucksenkende Mittel erhöhen den Blutdruck. Morphium steht sogar in den Nebenwirkungen als potentestes Schmerzmittel, verstärkt nach kurzer Zeit den Schmerz. Also Finger weg von solchen Sachen. Lest die Beipackzettel, kann ich nur sagen. Auch besonders mit Blick auf Krisenzeiten. Denn in den Nebenwirkungen steht drin, was an Problemen nicht nur gelegentlich, sondern sogar recht häufig entsteht. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Blutdrucksenkende Mittel haben als Nebenwirkung Blutdrucksteigerung. Schmerzlindernde Mittel haben als Nebenwirkung die Erhöhung der Schmerzsensibilität. Nicht sofort, mit einer gewissen Zeitverzögerung. Also Vorsicht und eher Finger weg als nehmen. Nochmal zu der Getreidethematik. Würdest du sagen, dass sich die Verträglichkeit oder auch die gute Verwertung der Nährstoffe halt, zum Beispiel, wenn man die von dir entwickelte Stoffwechselnaturierung, Renaturierung macht, dass sich das dann verbessert? Zum Beispiel, dass der Magen-Darm-Trakt besser funktioniert, dass die Magensäure zum Beispiel stärker ist und dadurch das besser schon aufgespaltet wird im Magen? Kann man das so vereinfacht Das kann sagen? man so vereinfacht sagen, dass es definitiv die Erfahrung von weit über 90%, 100% gibt es nicht, wäre gelogen. Aber der allergrößte Teil derjenigen Teilnehmer, die die Stoffwechselrenaturierung, wie gesagt, überschaubares Thema, 6 bis 8 Wochen gemacht haben, stellen fest, dass die Verträglichkeit von Lebensmitteln, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Herausfinden von dem, was man jetzt wirklich essen sollte oder besser bleiben lässt, dass das zu einer erheblichen Stabilisierung und Verbesserung führt. Energiehaushalt, Kraft, Gesundheit, auch viele Symptome, Beschwerden verschwinden auf scheinbar magische Weise auf diesem Wege. Was das Thema Magensäure betrifft, da sehe ich aufgrund meiner Erfahrung kein wirkliches Problem. Die Magensäure bekanntermaßen reguliert sich in Abhängigkeit von dem, was ich esse, in einer enormen Bandbreite. Also jemand, der relativ viel Fleisch isst, der wird auch durchaus in pH-Wertbereiche von 2 kommen, so wie es ein Raubtier auch im Magen-Darm, im Aber Magen nur, wenn er dem mit Körper Tieren. auch die gewissen Stoffe auch bereitstellt, dass die Regulation funktioniert, oder? Also es könnte auch sein, dass die Magensäure irgendwann erschöpft ist. Also das ist
Das gibt es als Phänomen, als Problem, aber das ist etwas, was ich jetzt nicht in einer breiten, großen Zahl von Krankheitsfällen oder von Problemsituationen tatsächlich sehe. Das ist ein bekanntes Phänomen, aber keines, dem ich jetzt eine große Bedeutung oder Gefahr beimessen würde. Okay, nochmal zurück zur Verpflegung. Ich war jetzt, wir haben jetzt ein bisschen über das Getreide gesprochen. Also Getreide beziehungsweise Samen, Salz, gegebenenfalls Eier mit der von dir besprochenen Methode, um sie haltbarer zu machen. Hühner wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wobei ist die Frage, wie sicher sind die Hühner? Die Hühner sind ganz sicher nicht sicher, denn die machen Geräusche Ja. und Hühner sind eine schnelle und leckere Beute. Okay. In dem Fall dann nicht unbedingt für den Fuchs, sondern für den Nachbarn. Ja. Oder auch für jemanden, der nur marodierende Banden werden mit Sicherheit Stadt und Dorf verunsichern. Dann sind es halt durch das Land ziehende hungrige Trupps. Okay. Oder auch welche, die vielleicht erstmal in einer Zeit, in der es vielleicht noch nicht so ganz extrem mit Lebensmittelknappheit zu tun hat, einfach nur Randale machen wollen. Also endlich mal, wie es so schön heißt, die Sau rauslassen wollen. Wildkräuter wäre noch ein Thema oder auch Baumblätter, Baumnadeln, Knospen hast du ja angesprochen, Moos, also alles so, was Richtung Wildpflanzen geht. Wenn ich mich da ein bisschen auskenne, ich muss ja kein Experte sein, wenn ich ein bisschen mich auskenne, dann bin ich schon mal dem Großteil der Bevölkerung überlegen in Bezug auf eine gute Nahrungsquelle bezüglich Mineralien, Spurenelementen. Und Das ist Biophotonen. leider ein Irrtum. Also Okay. wir haben zigtausende von Messungen durchgeführt, Ja. um indirekte Aussagen zu bekommen. Also die direkte Messung von Spurenelementen ist so saumäßig teuer und Ja. man kann selbst heute noch nicht mal technisch alle Spurenelemente ohne Probleme in der Nahrungskette in bestimmten Lebensmitteln nachweisen. Also da muss man zum Teil gigantische Mengen anreichern, extrahieren und verdichten, um in den Bereich der Messbarkeit zu kommen. Also das können wir ersatzlos streichen. Ist genauso wie mit den Behauptungen, dass irgendein Salz alle 81 oder sowas sind es, glaube ich, 82 chemischen Elemente enthalten, die wir letztendlich, kann durchaus sein, tatsächlich brauchen. Beweisführung steht aus. Aber das sind auch wieder ist nur Marketinggerede. Dieser Nachweis ist entweder nicht zu führen oder so teuer, dass man ihn nicht macht. Und insofern gibt es keinen wirklich intelligenten, wirtschaftlich tragfähigen Ansatzpunkt, um in Wildkräutern beispielsweise diesen Nachweis zu führen. Man kann aber indirekt anhand der Körpergesundheit, des Körperfettgehaltes, der Auszehrung oder Nichtauszehrung des pH-Wertes im Urin Rückschlüsse ziehen auf die Stoffwechselsituation. Also niedrige pH-Werte, und das ist praktisch die Situation, in der sich so gut wie alle befinden, die irgendwo zwischen 5 und 6,5 liegen, maximal vielleicht bis an 7 heran, sind ein indirekter Hinweis darauf, dass dem Körper es massiv an basenbildenden Mineralien fehlt. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Körpers, hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie oft ich etwas zu essen brauche. Also hierauf lohnt es sich zu achten. Also eine Versorgung mit basenbildenden Mineralien, die ist auch zwingend für eine auf unter Umständen, auch das braucht nicht viel Platz, für eine Notzeit und orientieren wir uns mal an einem halben Jahr. Das kann man auch leicht bevorraten. Und Wildkräuter sind keine Antwort darauf, weil sie einfach diese Nährstoffdichte nicht haben, die man in einem sympathikoton angespannten Leben erst recht in einer Krisensituation braucht. Also wir haben auch Wildkräuter-Vegetarier untersucht auf dem Weg dieser indirekten Ermittlung der Stoffwechselsituation, der körperlichen Befindlichkeit. Und selbst strenge Wildkräuter-Vegetarier, die nichts anderes als Wildkräuter essen, waren in einer komplett desolaten Verfassung. Also davon darf man sich nicht zu so viel versprechen. Das ist keine Absage an der Stelle daran, sich einen einfachen, so einen Taschenführer zu kaufen, essbare Wildpflanzen und den auf jeden Fall zu verwenden.
Das ist und sollte bei längerfristigen Störungen der Lebensmittelversorgung auf jeden Fall eine schmackhafte und durchaus gesunde Zusatzversorgung. Habe ich das gerade richtig verstanden? Also ihr konntet anhand eurer Messungen, ja, konnte nicht bewiesen werden, dass es eine geeignete Quelle ist für Mineralien, Doch weil schon, nur nicht in der ausreichenden Dichte, die wir brauchen. Wir in der können davon Dichte. gar nicht so viel essen, dass wir davon eine nennenswerte Versorgung Ja. sicherstellen könnten. Okay. Ja. Wer Und einen Garten hat, wo habt ihr dann gemerkt, dass das viel drin ist in den Messungen? Leider ist das Video jetzt an dieser Stelle hier ja, sehr abrupt zu Ende. Ich habe mich dazu entschieden, es hier nicht komplett zu veröffentlichen, weil mir das bei ja, verschiedenen Inhalten oder Thematiken zu heikel ist hier auf YouTube. Ich möchte nicht die Löschung meines Kanals riskieren, der wurde ja schon entmonetarisiert. Und ja, gebt mir auch gerne ein Feedback erstmal zu der Thematik. Bin sehr gespannt, wie ihr das seht und ja, welche Schritte ihr schon in diese Richtung gemacht habt. Und ja, wenn ihr das komplette Video unzensiert sehen möchtest, was ich euch sehr empfehle, dann klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und ja, dann könnt ihr das dort kostenlos anfordern und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit, nutzt die Gelegenheit, nutzt die Chance und wir sehen uns dann wieder spätestens im nächsten Video. Bis dahin, euer Sören, ciao.